Ja, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Let's Show. Dieses Mal zeige ich euch ein, ja, nicht von mir entwickeltes Spiel. Das ist nämlich Warcraft 3, was ihr hier seht. Aber eine von mir geskriptete Map. Und zwar ist es eine Naruto-Map, falls jemand von euch Naruto kennt. Es ist ein Anime. Und ich habe sie einfach Naruto Shippuden ORPG genannt. Shippuden ist so, ja, es ist die zweite Hälfte quasi. Also der Anime hat, beziehungsweise auch der Manga, hat halt zwei mehr oder weniger Hälften, die werden an einem bestimmten Event geteilt quasi. Und die Weiterführung der Serie im Anime heißt dann Naruto Shippuden und damit beschäftige ich mich quasi. Und ich möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, was ich hier geskriptet habe. Und bevor jetzt wieder ich das Problem habe, dass dieser Typ hier mein... Es gibt nämlich keine Einheit in diesem Spiel, ja. Das ist mein einziger... So, gut. Das muss ich schnell eintippen, weil das ist eine Einführung, die man nur zu sehen kriegt, wenn man I wanna hear that stupid bla bla eintippt. Das ist keine richtige Einführung. Das ist ein Easter Egg, möchte ich jetzt mal sagen. Und jeder, der jetzt kein Englisch kann, ist natürlich, versteht den Joke nicht. Ich habe versucht, lustig zu sein. Das eine ist Naruto, der Hauptheld, also der Main Protagonist in Naruto. Das andere ist Hagane no Renkin Jutsuhi. Das ist aus dem gleichnamigen Anime. Hagane no Renkin Jutsuhi heißt Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist ist auch ein sehr cooler Anime. Und ich habe das so als kleines Easter Egg eingebaut. Und ja, jetzt habe ich es alles so ein bisschen überschlagen hier und wollte noch erklären, dass die Map an sich, ja, die Fähigkeiten sind fertig, das Skillsystem ist fertig und die Character Creation ist alles fertig. Das einzige Problem ist nur, es gibt keinen Content. Also die Map ist komplett fertig hier, ich habe alles eingebaut, ich zeige euch gleich nochmal, was ich alles gemacht habe, aber ich habe keine Quests, keine Gegner und keine Instanzen und keinen Content, ja. Und das war halt so das etwas langweiligere Zeug und deshalb hatte ich da keine Lust drauf. Deshalb wird diese Map wahrscheinlich auch nie wirklich fertig werden. Aber ein Freund von mir meinte, ich soll sie mal fertig machen. Er würde es gerne spielen. Deshalb werde ich mich, denke ich mal, irgendwann wieder dran setzen und dieses langweilige Zeug machen. Falls überhaupt noch jemand Warcraft 3 spielt, wäre das sehr schön. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal die Character Creation und erkläre euch ein bisschen was dazu, was ich mir dabei gedacht habe. Also, ich kann mir hier einen Helden aussuchen und ich habe in der ersten Reihe hier Stärkehelden. Die sind haben als Hauptattribut Stärke. Das habe ich hier Taijutsu genannt. Taijutsu ist in Naruto die die körperlichen Künste, also quasi auf Deutsch draufhauen. Ja. Und der erste Held hat ein ausbalanciertes Second-Attribut, Agility und Intelligenz. Intelligenz habe ich auf Deutsch geschrieben, das ist irgendwie peinlich. Naja, das muss ich nochmal korrigieren. Jedenfalls, das ist halt der Ausbalancierte. Der hat gleich viel Agility und gleich viel Intelligenz. Das ist echt peinlich. Der zweite hat mehr Intelligenz als mehr Agility als Intelligenz und der dritte hat mehr Intelligenz als Agility. Ihr seht, die unteren drei sind Warcraft 3 Models noch. Da brauche ich noch ein paar Models für. Die Models an sich sind natürlich nicht von mir gemacht, ich habe die nur neu geskinnt. Also ich habe extra dafür die Skins geändert, damit sie halt ein bisschen aussehen und nicht mehr so die Standard-Naruto-Models sind, falls ich die nochmal brauche. Ja, so viel dazu erstmal. Hier seht ihr die Agility-Helden, Ninjutsu-User. Ninjutsu-User sind im Naruto auf Fähigkeiten, auf aggressive Fähigkeiten gemünzte User und das spiegelt sich halt auch in manchen Fähigkeiten wieder, dass die Agility dann, also wenn man mehr Agility hat, mehr Schaden machen. Auch hier ist es wieder so, ausbalanciert, das eine mehr als das andere mehr als das eine. Hier haben wir die Genjutsu-User, das sind quasi die Intelligenz-User. Genjutsu ist Illusionskunst und ja, hier sind auch wieder ausbalanciert und so weiter, ne? Auf der ganz rechts sind die Taichos. Das sind Captain, also auf Deutsch heißt es Captain. Und in Naruto stehen die Squads halt aus, das sind halt 4-Mann-Squads. Und da ist immer ein erfahrener Ninja dabei, also ein Captain. Und drei Genin.
Das wären halt hier in dem Fall einer von, jedenfalls drei von diesen neun hier. Und es ist auch nur ein Captain wählbar. Deshalb wähle ich jetzt einfach mal hier Fukuro. Die Namen sind frei erfunden. Jeder von diesen Namen hier bedeutet übrigens, was die sind. Also ich glaube, ich habe da Stärke, Agility und Intelligenz genommen und habe das einfach mal durch so einen japanischen Übersetzer gejagt und der hat mir dann sowas ausgespuckt. Dann gehen wir hier mal weiter. Ich kann mir jetzt einen Clan aussuchen. Momentan gibt es fünf. Ich kann den Yuga-Clan wählen. Kein Clan, also halt einfach, ja, ich bin Ninja, ich bin ich selbst. Aburame-Clan, der Uchiha-Clan und ich kann ein Master of Puppets werden. Ja, das habe ich extra so eingebaut. Da werde ich wahrscheinlich auch noch so einen kleinen Metallica-Sound anspielen, wenn man den wählt. Zur Erklärung, Yuga sind auch wieder aufs Maul-Typen. Ist kein Clan, ist so ein, ja, da habe ich einfach Fähigkeiten genommen, die halt nirgendwo anders reingepasst haben, die ein bisschen cool waren und ja, ich möchte eigentlich, das zeige ich nachher, alles nachher. Aburame-Clan. Aburame sind, wie hier steht, Bug-User, ja, die haben Käfer, die für sie kämpfen und benutzen auch Käfer-Attacken und so weiter. Master of Puppets ist ein Puppenspieler, das heißt, man beschwört Puppen und arbeitet hauptsächlich mit diesen Puppen. Und der Uchiha-Clan, das ist natürlich der Cheetah-Clan, die haben halt bestimmte Fähigkeiten, da gehe ich nachher nochmal näher drauf ein. Und weil ich Yuga gerne mag, nehme ich jetzt einfach mal Yuga und komme direkt zum nächsten Element. Also, fuck, jetzt ist mir das runtergefallen, mein Handy mit der Zeit. Jedenfalls, Hyuga sind Elemente, machen, es sind Chakra-Elemente. Also jeder Ninja hat zumindest ein Chakra-Element, das dann diesen fünf hier entspricht. Und einmal kann ich Erde, Feuer, Blitz, Wasser und Wind nehmen. Und auch die haben verschiedene Jutsus drinne. Also ich habe hier so ein bisschen mal eine Beschreibung reingebaut, was die so verschieden können. Manche Jutsu sind natürlich auch übertragbar. Das heißt, ich habe hier ein Jutsu zum Beispiel, das kombiniert Feuer und Blitz. Dann habe ich zum Beispiel auch, ich glaube, eins mit Wind und Wasser und eins mit Feuer und Erde und so. Also es sind Kombinations-Jutsus drin. Mit denen könnt ihr dann... Also die haben quasi zwei Jutsus, weil ich konnte mir nicht so viel überlegen. Ich habe für jeden, glaube ich, fünf Jutsus überlegt. So, und dann komme ich weiter und kann mir eine Ultimate aussuchen. Die ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Die kann ich nämlich erst wieder... Die kann ich erst auf Level 6 freischalten. Die anderen Fähigkeiten seht ihr hier. Die sind schon drin. Die werden natürlich... Ja, hier die Elemente sind nämlich disabled worden. Die werden auch disabled hier und werden beim Skillen dann wieder freigeschaltet. Ultimate habe ich hier Fushi Tensei, Hachimon Tonko, Sozu Sozai. Ja, ihr wisst, habt natürlich alle keine Ahnung, was das überhaupt heißt. Und das ist so prinzipiell die sind die Ultimates, die man halt sich wählen kann. Fushi Tensei ist... Moment. Damit kann man quasi einen anderen Instant, einen Gegner Instant töten und kriegt dann dafür wieder volles Life. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Hachimon Tonko ist... Okay, hier habe ich was falsch gemacht. Na egal. Hachimon Tonko ist so eine Berserk-Ability. Sozu Saisai ist ein automatisches... ich habe jetzt Chakra genannt. Chakra ist quasi das Mana. Mana in Health Converter. Das heißt, wenn ich das drücke, dann konvertiert sich mein Chakra in Leben. Und zwar 2 pro Punkt Leben, den ich habe. Dann habe ich hier Nehan Shoya no Jutsu. Das ist quasi ein... Das ist als Genjutsu gelabelt. Das heißt, es ist Illusionskunst. Damit lasse ich alles um mich herum einschlafen, alle Gegner. Dann habe ich Gyakuku Chiyozu no Jutsu. Das ist ein... Jutsu, dass es mir erlaubt, mich an andere Orte zu teleportieren. Also da habe ich dann die Hauptstädte genommen, die es hier gibt, auf der Map verteilt.
Und wenn man die einmal besucht hat, kann man sich wieder hinporten und auch Freunde mit sich, also die um einen rumstehen. Dann Kuchiyose no Jutsu Edo Tensei ist, also Kuchiyose no Jutsu heißt im Prinzip Beschwörungsjutsu und Edo Tensei haben sie im Deutschen, glaube ich, mit Wiedergeburt in die unreine Welt oder so ersetzt. Und das heißt halt einfach nur, ich bringe einen Freund zum Leben zurück und sterbe dafür. Ja. Und Reset, damit resette ich halt den Charakter und kann mir nochmal neu die Fähigkeiten aussuchen, aber keinen neuen Charakter wählen. So, jetzt habe ich hier den Kitsune mal. Das ist so mein Debug-Test-Charakter. Und wir haben jetzt erstmal hier die Hyuga-Abilities genommen. Wie ihr seht, sind hier so ein paar drin, ein paar Passive auch. Und die können halt verschiedene Sachen. Was das jetzt genau ist, die Skills möchte ich jetzt erstmal nicht zeigen. Ich möchte euch jetzt erst nämlich mal Uchiha zeigen. Das habe ich so eingestellt, das zeigt jetzt hier. Und zwar Sharingan Copy. Wenn ich das benutze, das hält 40 Sekunden. Und Moment. Also das ist so, dass jemand ein Jutsu benutzt um mich herum und dieses Jutsu, also das erste Jutsu, das benutzt wird um mich herum, die erste Fähigkeit, kopiere ich. Das heißt, die Fähigkeit kann ich selbst. Nur, wenn ich eine Fähigkeit einsetze, zählt das natürlich nicht und es zählt auch keine Fähigkeit, die ich selbst kann. Ja, das wäre halt ein bisschen blöd, wenn ich was kopieren würde, was ich schon könnte. Dann haben wir hier Kamui. Kamui ist eine sehr coole Fähigkeit, die zeige ich mal gerade. Das ist, die braucht 8 Sekunden zum Aufbauen erstmal, das heißt, man wartet erstmal 8 Sekunden und dann passiert Folgendes. Ein schwarzes Loch, das den Typen um sich rumzieht und Schaden macht. Ja. War vom Scripting her jetzt nicht so schwer und es braucht 125 Mana, um aktiviert zu werden und kostet halt auch 50 pro Sekunde. Ja, dann haben wir Tsukuyomi. Tsukuyomi ist auch ein Genjutsu, eine Illusionskunst, die macht Schaden und hat eine Chance, basierend auf der Intelligenz, den Gegner noch zu stunnen und Bonusschaden zu machen. Das ist bei jedem von den Genjutsus, die ich eingebaut habe, so, dass es an der Intelligenz gemessen wird. Also der Unterschied von meiner Intelligenz zur Intelligenz des Ziels. Das zeige ich jetzt auch nochmal. Das sieht in etwa so aus. Ist jetzt relativ unspektakulär, aber wer die Naruto-Lore kennt, der wird wissen, dass da jetzt für die Umstände nicht so viel sichtbar ist. Dann habe ich hier Amaterasu. Amaterasu ist im Prinzip einfach nur ein schwarzer Feuerball, der auf den Gegner zurast und ihm Schaden macht. Und ich habe Susanoo. Susanoo ist quasi ein Jotos-Schild. Ne? Nur halt ein bisschen cooler, der sieht so aus. Und ja, das Besondere an dem Uchiha-Clan ist halt, dass die dieses Sharingan haben, die kriegen Evasion. Das kann man nicht skillen, das wächst mit dem Level automatisch an, dafür kriegen die Uchiha weniger Skillpunkte als andere. Dann gibt es ein Mangekyo-Sharingan, das kriegt man laut Naruto-Lore, wenn man seinen besten Freund tötet. Und nach der Lore ist es halt so, dass man, wenn man zum Beispiel Kamui, Tsukuyomi oder Amaterasu, also die Fähigkeit, oder Susanoo auch, die Fähigkeiten, für die man dieses Mangekyo-Sharingan braucht, ja, die kriegt man im Spiel auch erst, wenn man dieses Mangekyo-Sharingan hat, dann verliert man, sag schon, wie heißt es, Sicht. Also ich verliere quasi mein Augenlicht und man wird immer blinder. Und das habe ich in der Map umgesetzt. Jedes Mal, wenn man kann 20 Mal diese Fähigkeiten einsetzen, bis man nachts komplett blind ist. Und tagsüber sieht man nur so einen kleinen Radius um sich rum. Ja. Dagegen kann man das permanent Mangekyo-Sharingan, also das Eternal Mangekyo-Sharingan, kriegen. Das ist laut Naruto-Lore kriegt man das, wenn man einen Uchiha tötet und ihm die Augen nimmt und quasi in sich selbst einpflanzt als Uchiha. Ja. So. Dann verliert man sein Augenlicht nicht mehr und man hat wieder normales Augenlicht. Das war so jetzt der erste Teil von der Map. Es gibt auch eine PvP-Arena, die ist auch schon fertig geskriptet. Und vielleicht zeige ich euch nochmal mehr irgendwann. Jetzt sind wir jedenfalls am Ende der Zeit angelangt. Und ich hoffe mal, dieses kleine Nicht-Spiel-Erlebnis hier gefällt euch. Wenn ja, mache ich noch mehr davon. Auf Wiedersehen!